Begrüßt wurde Patrick Döring von Georg Lehrmann, Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Stahnsdorf. Über 30 Gäste nutzten das Diskussionsangebot, unter ihnen die FDP-Abgeordneten des Brandenburger Landtages Marion Vogt und Hans-Peter Götz. Er ging auf aktuelle Probleme des BER und der zu erwartenden Dresdner Bahn näher ein. Wir haben Bahnanschlüsse, die nach wie vor fehlen. Wir haben eine Dresdner Bahn, die nicht gebaut wird, mit dem Ergebnis, dass die Dresdner Bahn über Teltow fährt. Also wir haben die doppelte Verkehrsbelastung hier, doppelte Lärmbelastung damit, ohne dass wir entsprechenderweise davon profitieren würden. Also Halt gibt es trotzdem nicht. Die rauscht hier durch, doppelte Zugbelastung. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen, dass in Berlin demonstriert wird, protestiert wird gegen den Ausbau der Dresdner Bahn. Und wir sind die Leidtragenden. Also auch da wäre natürlich eine interessante Frage, was denn da werden könnte. Und natürlich interessieren uns auch Fragen, wie es denn mit der Bundestagswahl zum 22. September und danach auch weitergehen soll, weil auch da gibt es ja einige Diskussionen über die letzten Jahre hin, muss man eigentlich schon sagen, wo sich für uns die Frage stellt, wie wir uns denn zu diesen Themen verhalten wollen, wie wir es umsetzen wollen, beginnt aus der Bundesspitze heraus natürlich, aber auch gerade wir in den Ortsverbänden, in den Kreisverbänden, dass wir auch bei den vor uns liegenden Wahlen dann erfolgreich sind. Patrick Döring kam noch einmal auf das Wahlergebnis in Niedersachsen zurück. Und was waren die Botschaften? Die erste Botschaft war, wie in Schleswig-Holstein, wie in Nordrhein-Westfalen, solide öffentliche Haushalte. Es muss eine Partei geben, die für sich den Anspruch hat, mit dem Geld, das die Bürgerinnen und Bürger dem Staat zur Verfügung stellen, auszukommen. Und wir sind und bleiben der Garant dafür, auch in schwieriger Zeit. Nur wenn die Wirtschaft wächst, wachsen die Steuereinnahmen und nur wenn Liberale dabei sind, gibt es sozusagen eine Bremse, dass dieses Geld, was unerwartet mehr reinkommt, dann sofort mit beiden Händen aus dem Fenster geschmissen wird. Das nehmen die Menschen uns ab. Da hatten wir übrigens in Niedersachsen die höchste zugewiesene Kompetenz, obwohl wir zu keinem Zeitpunkt der Landesgeschichte jemals den Finanzminister gestellt haben, hat man uns in besonderer Weise abgenommen, dass wir auch die große Volkspartei Union an der Stelle vor ungezügelten Ausgabeorgien beschützen. Optimismus und Skepsis wurden zum Problem BER deutlich. Wir sind aber auch zum Erfolg verdammt, weil wir uns bereits international blamiert haben. Und zwar bis auf die Knochen. Wir mussten allen bei der IATA registrierten Fluglinien mitteilen, dass da, wo BER draufsteht, TXL gemeint ist. Das ist, klingt trivial, aber das weiß jede Airline bis in den hintersten Winkel der Welt, dass dieser Flughafen nicht fertig ist. Und ich, der ich auf der Baustelle mehrfach war, bin sehr skeptisch, was die Fertigstellung des Gebäudes, das zum Teil ja schon abgängig ist an einigen Stellen wieder, angeht. Das ist wirklich an Ingenieurs Unglück kaum zu überbieten. Trotzdem wird es dabei sein, der Bund wird zu seinen Verpflichtungen stehen, die Länder auch. Und jetzt muss man alles dafür tun, dass jetzt wirklich erstmal nur ausgabenrelevante Entscheidungen fallen, bis wir eine Geschäftsführung haben, die halbwegs handlungsfähig ist. In der Phase jetzt, glaube ich, kann man auch kein frisches Geld geben. Auch die anschließende Diskussion war inhaltlich von den Problemen des BER geprägt. Marion Vogt forderte das Überdenken der geplanten Flugrouten. Ich kann doch nicht einen Flughafen planen, ohne mir zu überlegen, wo die Flugrouten oder wo die Flugzeuge langfliegen. Das würde ja im Extremfall bedeuten, ich baue einen Flughafen und im Endergebnis gibt es gar keine Anflugmöglichkeiten. Wenn ich das nicht von vornherein mit im Auge habe, wo fliegen die Flugzeuge raus? Wir haben gelernt in den letzten Jahren, Flugrouten sind flüchtig. Ja? Also Flugrouten können sich mal wieder ändern. Das Problem, das wir haben, ist die falsche Standortentscheidung, vergossene Milch, keine Frage. Aber jetzt versucht man eben aus meiner Sicht jedenfalls, den Flughafen in Schönefeld zu betreiben, als läge er in Schwerenberg. Und das funktioniert eben nicht. Da hat man genau das Problem, das du angesprochen hast, dass jetzt große Belastungen rauskommen. Die Frage ist, wie man das auffängt. Wir haben ja auch ein Volksbegehren hier laufen zum Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Ich unterstütze das übrigens, dieses Volksbegehren. Und da geht es ja darum, dass man praktisch die Belastung minimiert. Im Planfeststellungsbeschluss, wenn man es damals sieht, sollte es ein Flughafen sein für regionalen Bedarf. Das war das große Drehkreuz nicht angeplant, ausdrücklich für regionalen Bedarf. Jetzt geht man drastisch darüber hinaus. Der regionale Bedarf kann hier problemlos befriedigt werden, auch von 22 bis 6 Uhr, auch mit verschiedenen Flugregimes, die man fahren kann. Das ist auch keine Frage. Und außenrum statt oben rüber, wenn man einfach mal auf die Karte mal schaut, dann reden wir über 20 Kilometer. Und wenn ich weiß, wie schnell so ein Flugzeug fliegen kann oder fliegt bei 20, 25 Kilometern, dann macht das an Zeit wirklich so viel in der Luft nicht aus. Und da einfach mal ein Appell nur an Sie,
weil sie auch Möglichkeiten haben, durchaus ihre Meinung zu sagen, an anderer Stelle als möglicherweise ich, doch auch da ja die Betroffenen möglicherweise stärker an diese Entscheidung einzubeziehen. Wie wird sich die FDP im Wahlkampf darstellen, war ein weiterer Diskussionsschwerpunkt. Beim Wahlkampf in Niedersachsen, beim Wahlkampf in Schleswig-Holstein, beim Wahlkampf in NRW hat uns mich keiner angesprochen über die Kampagne 2009. Es wollte keiner wissen, was war. Alle Menschen wollen wissen, was wird, wohin entwickelt sich Deutschland. Und deshalb lasst uns nicht den 2009er Wahlkampf, wie es ängstlich angucken, sondern sagen, so soll sich die Gesellschaft entwickeln. Offen, sehr, sehr tolerant, mit einem guten Bildungssystem, mit auch Anspruch an uns, mit wettbewerbsfähiger Infrastruktur, mit wettbewerbsfähiger Wirtschaft, mit einem modernen Staatswesen. Ja, und dann werden wir auch ein paar alte Zöpfe abschneiden müssen, auch in unserer Programmatik. Die Diskussion werden wir jetzt ja anfangen. Aber nicht mit dem Ballast der Analyse dessen, wie wir mal erfolgreich waren, sondern mit dem Anspruch, mit einer modernen Ansprache der Leute wieder erfolgreich zu werden. Und dazu gehört auch das Personal. Von Hans-Peter Götz gab es eine Flasche Werderaner Wachtelberg. Eberhard Derlich sprach im Anschluss mit Patrick Döring. Herr Döring, eine kurze Vita in kurzen Sätzen. Patrick Döring, ich werde in diesem Jahr 40, habe Wirtschaftswissenschaften in Hannover studiert, bin im Norden Niedersachsens geboren und aufgewachsen und bevor ich in die Politik gegangen bin, mittelständischer Unternehmer gewesen, komme aus Niedersachsen, bin mit Leib und Seele Niedersachse und genieße die Arbeit für Deutschland im Bundestag und als Generalsekretär der FDP. Wie sind Sie zur FDP gestoßen? Ich bin 1991 im Kommunalwahlkampf in Niedersachsen zur FDP gekommen. Als junger Mann, damals noch ganz begeistert von den Ereignissen auf der anderen Seite der Elbe, nämlich in der früheren DDR, und wollte mich einbringen in unsere demokratische Gesellschaft. Und so bin ich dann immer mehr hineingewachsen bei den jungen Liberalen und dann in die FDP. Der Optimismus springt Ihnen aus den Augen. Warum FDP? Warum sollte man sie wählen? Die FDP ist die einzige Partei, die zuallererst an die Bürgerinnen und Bürger und an deren Kraft und Kreativität glaubt und denkt. Alle anderen Parteien wollen auf alle Probleme immer nur ein neues Gesetz, eine neue Steuer, eine neue Verordnung geben. Wir wollen zuallererst mit Bürgern eine Lösung erarbeiten und das Staatswesen ein Stück weit moderner und effizienter machen. Mit marktwirtschaftlicher Grundorientierung, mit bürgerlichen Freiheiten eine Gesellschaft aufbauen, die auf Schulden verzichten kann und die weiter wachsen kann. Das ist die Botschaft der FDP und das ist auch meine persönliche Überzeugung, dass man damit weiterkommt. Da gibt es aber zwei Beispiele, wo die FDP mitregiert, werden Schulden abgebaut. Bayern, Sachsen? Ja, wir haben in Bayern und Sachsen bewiesen, dass wir auch Schulden abbauen können. Solide Haushalte kann man eben erarbeiten, wenn man diszipliniert ist, wenn man nicht allen Wünschen nachgibt und wenn weiter Steuereinnahmen steigen. Das geht nur mit Wachstum und mit wirtschaftlicher Vernunft. Und wir sehen doch gerade jetzt im Bund, wir können einen ausgeglichenen Haushalt 2014 vorlegen, auch weil so viele Menschen Arbeit haben wie zuletzt zu Beginn der deutschen Einheit. Das ist ein riesiger Erfolg, denn es ist nichts sozialer als ein Arbeitsplatz. Generalsekretäre werden als beißende Hunde bezeichnet. Wen beißen Sie als Nächsten? Also ich bin zunächst dafür da, FDP pur zu vertreten. Unsere Minister, der Fraktionsvorsitzende müssen immer die Kompromisse auch mit vertreten. Ich darf für meine Partei die 100%-Forderungen aufstellen. Das gibt auch manchmal Ärger und das gibt auch Konflikte. Aber am Ende, glaube ich, nützt es der Sache. Und ich freue mich auf die Auseinandersetzung, sowohl mit Rot und Grün als auch mit unseren konservativen Partnern. Denn eine liberale Kraft, eine liberale Stimme in Deutschland, die muss sich Gehör verschaffen. Und das versuche ich jeden Tag aufs Neue. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke Ihnen.